Ach. Oh. Giftpfeile. Räuber löst die Fähigkeit vergiftende Schläge aus. Das ist nicht wirklich ein Schlag, wenn man einen Bogen schießt, aber gut. Nice. Feuer, schieß. Das war die Dämonenarmbrust. Sehr gut. Jelen ist vergiftet, okay. So. So. Wie viele Erfahrungspunkte hast du eigentlich schon? Ah, 406. Müsste man jetzt eigentlich mal gucken, wie viel sie jetzt hat, wie viel Georgon jetzt hat und gucken, ob er weniger Erfahrungspunkte bekommt, dadurch, dass er die Armbrust skillt. Oder ob einfach die Armbrust genauso viel bekommt, wie Georgon bekommt. Wobei ich erstere Variante interessanter und besser finden würde. Dann hat man zwar später bessere Ausrüstung, aber man hat halt weniger Erfahrungspunkte. So. Ein Gegengift und ein Schlüssel für die Räuberhöhle. Gut. 26 Schritte noch. Nirgendwo wird irgendwas angezeigt. Wobei ich nicht weiß, ob ich auf demselben Feld stehen muss oder ob das irgendwo weiter auch auf der Minimap angezeigt wird. Lesen wir uns aber die Beschreibung nochmal durch. Hellsicht. Elras Licht zeigt nahe Fallen. Das ist vage. Aber wie gesagt, es müsste hier drin mindestens einen Geheimgang geben. Das ist finden wir früh genug. Au. Was? Gierung ist betäubt. Das ging schnell. Schrott. Genau, haut direkt und trifft mich. Stirb. Du, kleiner Trank. Genau, wir werden von hinten angegriffen, weil wir komisch um die Ecke strafen. In der falschen Richtung. Ah, Gark, was hast du? Vergiftende Schläge, das hatten wir schon ausprobiert, ja. Schießen, schießen. Und die Armbrust ist echt super. 35 Schaden, einfach so. Du schießt. Zack. Blut für den Blutgott. Was hat sie gesagt? Hier ist etwas? Hier ist nur die Seele von dem Milizionär, Talana. Da sollst du nicht gleich kribbelig werden. Oh, und die Zauber sind weg. Du, kleiner Trank. Flüsternde Schatten. Hellsicht. So, sehen wir jetzt irgendwo irgendwas? Nee. Ah, da ist ein Gegner. Hallo. Pew. 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 Ah, knapp. I feel stronger. Weg mit dir. Ein Sprung. Portal zu einem fernen Stern. Klick. Sie reisen in ein Land, abschreckend und weit entfernt, wo Elementare schon lange haben blutigen Streit. Von einem Geist geführt, beginnen sie neue Dramen mit der Suche nach des geflügelten und aufgezäumten Namen. Wieder sind fantastische Abenteuer bestellt, da durch das Mitteltor sie betreten die Welt. Des Usurpators Drohung ist omnipräsent bei allen. Bis sie dann finden Krone und Krallen. Schließlich führt sie ihr Kampf auch durch die Zeit, gegen den Drachen in die Vergangenheit. Zuletzt ins Reich der Elemente sie eilen, um den Geist zu vereinen mit verlorenen Teilen. Lord Carnegie. Huh. Okay. Das sind ja richtig schick, die Bücher. Haben wir noch irgendwo ein Geheimnis? Nein. Zing, zing, zing. 12 Schritte noch. Vor allem die Bilder fand ich tierisch schön. Oh, 2 Stück. Können wir über die Kiste schießen? Ich guck mal. Jo. 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 Natürlich auf die Damen. Schieß, schieß, trink, trink. Piu. Weg mit dir.
Weg mit dir. Something's coming our way. Be ready. Drei Schritte noch, zwei Schritte noch. Nö. Okay. Hier auch keine Geheimnisse. Gleich neu zaubern. Schluck. Und ja, ich bin ein wenig verschwenderisch mit den kleinen Tränken. Aber ich denke, das passt schon soweit. Wir spielen hier, wie gesagt, nur auf normal. Und wenn wir ein klein wenig mehr haushalten würden mit unserem Gold, dann könnten wir uns auch mehr Tränke kaufen. Oh, 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 oh. Aber was? Warum wurde es nicht angezeigt? Oder ist das schon das angezeigt und sonst würden wir es gar nicht sehen? Ein leichter Windzug scheint auf einen Geheimgang hinzudeuten. Wer möchte versuchen, ihn zu öffnen? Jalen hat es nicht geschafft. Au. Heilung. Wer will? Kirogon hat es nicht geschafft. Dirk hat es nicht geschafft. Talana hat es nicht geschafft. Ha. Wovon hängt das ab? Wahrscheinlich von Wahrnehmung wahrscheinlich, ja. Wahrnehmung 14, 15, 6, 4. Also Dirk. Dirk ist unser Mann. Mit seiner Zwergennase. Und mechanisch angehaucht. Komm schon, Dirk. Komm schon, Dirk. Ein Trank. Vielleicht braucht man auch einen bestimmten Schwellenwert. Also dass man mindestens 20 Wahrnehmung braucht und dann kann man das benutzen. Oder es gibt eine Fähigkeit dafür. Vielleicht muss man ja einen von den Bogenschützklassen spielen. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Nee, ich glaube, das soll nicht sein. Und ich denke mal, das ist wirklich das. Ich mache mal den Zauber kurz weg. Da. Ihr könnt Geheimnisse in der Nähe sehen. Weg mit dir. Warum kann ich ihn nicht wegmachen? Man kann Zauber nicht abbrechen. Ich dachte, das hätten wir schon mal widerlegt gehabt. Aber gut, dann laufe ich halt ganz lange hin und her. La la la. La, so. So, sehe ich immer noch das Zahnrad? Ja, sehe ich immer noch. Okay, das ist komisch. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, wozu wir den Spruch da haben. Aber ich spreche ihn trotzdem nochmal. Du... Du flüsternde Schatten da. Ja, da ist wirklich jemand. Zwei Bogenschützen, die hintereinander sind, durch die schießen. Zack. Zack, zack, zack. Great. Oh. Now schießen. Zaubern. Zaubern. Und weg mit dir. Ah, es artet doch ein wenig. Oh, Schlüssel. Haben wir immer noch. Ach, der wurde gar nicht aufgelöst, okay. Was ich gerade sagen wollte, es artet doch ein wenig in Ressourcenschlacht aus, oder? Weil wenn wir genug Gold haben, können wir hier durchlaufen, müssen gar nicht schlafen, müssen gar nicht in die Stadt zurück. Da muss man halt wissen, was einem lieber ist. Geht man lieber öfters in die Stadt zurück und das dauert länger, man hat aber mehr Gold. Oder prescht einfach durch. Hat so wenig Leerlauf, aber halt auch weniger Gold. Klick. Kiste. Das Plündern. Diese Tafel wurde benutzt, um die Erfolge der Teilnehmer an Jagdgesellschaften festzuhalten. Der letzte Eintrag stammt aus dem JSD 564. Ja, da... Das Drachen? Nein. Also aus der Zeit kurz vor der zweiten Blutmondfinsternis, vor etwas mehr als 10 Jahren. Der Name Mondbart taucht wiederholt auf. Ist wieder, steht da wahrscheinlich hinter. Ich kann leider nicht scrollen oder so. Also Hintergrundgeschichte. Ja, mit der Welt von Might and Magic, also Heroes of Might and Magic, den letzten Teilen kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich habe mich da ab Teil 3 ausgeklinkt, weil es doch ein wenig zu bunt wurde. Obwohl der letzte Teil jetzt echt gut geworden ist. Kann man nicht sagen, da haben sie sich wieder auf die älteren Wurzeln zurückberufen. Und nicht alle so riesengroß gemacht und, ne? Was bist du?
Hier scheint ein Zauber einen Gang zu verbergen. Wer möchte versuchen, ihn aufzuheben? Ah, okay. Also es gibt mechanische Geheimgänge und es gibt arkane Geheimgänge. Das heißt, das probiert mal Talana. Hat es geschafft. Wusch. Schalter. Aha, da hinten ist es aufgegangen. Ah, da waren wir doch schon. Was? Sicher, dass es hier gerade aufgegangen ist? Something's coming our way. Be ready. Was war das? Ja, okay, ich schlafe mal kurz. 8 Stunden lang gerastet. Bist du für die Tür hier zuständig gewesen? Was hat so komisch gerasselt gerade? They're attacking from the side. Ja, jup, tun sie. Hallo. Hau. Hau. Tot, tot. Mhm. Du. Schieß, schieß. Pew. Tot. Hey. So war das nicht abgemacht. Tot. Waffenkammer. Bruchstück. 1 der Steinscheibe. Okay. Was ist Bruchstück 1 der Steinscheibe? Ihr Buch war ein richtiges Buch gewesen beim ersten Anlauf und nicht irgendeine Tontafel, oder? Ja, eigentlich schon. Ah, und hier ist was aufgegangen. Ja, okay. Sonst ist hier nichts, nee. Und nochmal die Zauber sprechen, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich was bringen, aber sicher ist sicher. So. Und so. Was? Wir sind fertig? Da muss noch was sein. Und direkt am Eingang gab es noch eine Richtung, wo wir nicht lang gegangen sind. Also hier rechts. Gibt es doch keine Abzweigung, okay. Dann halt vom Eingang aus rechts da lang. So, klick. Bisschen mehr Loot, vor allem auch mehr Tränke. Keine Fässer, die man trinken kann. Sonst nichts zu plündern, okay. Es gab eine zweite Etage. Oh, vielleicht können wir jetzt diesen komischen Mechanismus benutzen. Wo war der Mechanismus? Den hätte ich mal einzeichnen sollen mit diesem neuen Kartensystem da. Ich glaube, der war hier links an der Wand. Ne, Ahnung. Okay. Ich muss irgendwo irgendwas Wichtiges übersehen haben. Ne, hier ist nichts. Also wir hatten einen Schalter, den konnten wir drücken, dann hat es irgendwo gerasselt. Und ich denke, es hat den Raum geöffnet, der zu der Bücherei geführt hat. Also nicht den hier. Nicht den da, sondern hier unten. Den hier. Guck nochmal alle Wände nach. Aha. Hier scheint es einen zugemauerten Gang zu geben. Wer möchte einen Durchbruchversuch versuchen? Okay, also wir haben mechanisch, das ist bestimmt für die Scout-Klassen. Wir haben Arkan, das ist für die magiebegabten Klassen. Und wir haben einfach einen Durchbruch mit Schulter gegen für die Aggro-Klassen. Hat es geschafft, ja. Das heißt, wenn ihr später oder ich später, wenn das richtige Spiel draußen ist, eine neue Gruppe erstellen, sollte man von jeder Kategorie einen dabei haben. Also mindestens einen Kämpfer, mindestens einen Scout, mindestens einen Arkan. Und dann halt von einer Kategorie 2. Damit man auf hier kommt. Weil sonst könnte man sich ein, zwei Sachen entgehen lassen.
Ich weiß nicht, ob wir die Türsoppel gar nicht hätten aufbekommen, hätten wir keinen einzigen Krieger dabei. Das wäre krass. Dann wäre man also gezwungen, eine gewisse Gruppe zu nehmen. Und sowas ist meistens nicht so schön. So, hier haben wir wieder Funkelchen. Oh. Was ist das da hinten? Achso, nur Militär mit komischem roten Licht. Den nehmen wir erstmal. Hallo. Piu, piu. Eisfeuer. Du hast den Giftschlag, du hast betäubende Schläge. Nicht mehr lange. Irgendeine Mauer, die wir einschlagen können. Aber ein Fass. Dunkelblaue Flüssigkeit. Ein für Magie. Dunkelblaue Magie, dunkelblaue Magie. Vielleicht merkt sich das ja der Giruan aus der Zukunft. Klick. Hallo. Dich töten wir jetzt.